Wahnsinn, Deutschland ist wieder WM-Weltfußball und jetzt geht's gegen die gehypten Rumänen. Oh oh. Deutschland, Deutschland. Deutschland. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 3-0 gegen Island. Klasse. Das Spiel war nach 7 Minuten entschieden. Aber warum gibt es da keine kritischen Töne? Sowohl in der Presse als auch im Fernsehen kommt man sich so vor, als wäre Deutschland echt wieder wer im Weltfußball, weil sie in einem Spiel gegen eine kleine Insel mit 300.000 Einwohnern 3-0 gewonnen haben, obwohl sie nach 7 Minuten schon 2-0 geführt hatten. Also da unterstelle ich Lustlosigkeit und einen indirekten Boykott dieser Länderspiele und damit auch dieser zweifelhaften Weltmeisterschaft im Schurkenstaat Katar. Ja, und genauso schurkisch ist die Gruppenphase. Also Rumänien ist der ärgste Konkurrent, wenn es um Platz 1 geht, aber die Rumänen haben ja ihre Blütezeiten auch schon hinter sich. Jetzt haben sie das erste Spiel 3-2 gewonnen. Und damit haben wir ein Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter in dieser Todesgruppe. Ja, so kann man es natürlich auch formulieren, Radek. Danke für deinen Einwurf. Was passiert? Also, werden die Deutschen vielleicht sich wieder ein bisschen, also die deutsche Nationalmannschaft, sich wieder ein bisschen Kredit zurückholen, weil sie jetzt sagen, oder weil sie besser gesagt das nächste Spiel in Folge gewinnen gegen einen Gegner, wo sie gewinnen müssen. Also die Rumänen mit einer 11er-Quote bewertet, Deutschland mit einer 1,34. Ich bin ja weiterhin skeptisch, habe die Isländer wahrscheinlich zu stark geredet, die Deutschen zu schwach, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Und was passiert bei diesem Spiel? Ich denke, die Deutschen, also wenn man sich die Aufstellung der Deutschen mal anschaut, das sind ja 4 Offensivkräfte von 6 vom FC Bayern München. Goretzka, Kimmich, Sané, Gnabry, das ist schon, ja, vielleicht eine der besten Offensiven der Welt. Und dann hast du natürlich mit Havertz und Gündogan noch 2 Leute, die können auch kicken. Und dann hast du auf der anderen Seite Isländer, klar. Und die stellen sich mit 11 Mann hinten rein, die haben keinen einzigen, der irgendwo beim namhaften Verein spielt. Ähnlich übrigens wie die Rumänen, deren beste Spieler halt bei Sassuolo, der Kapitän spielt in Italien, dann noch einer irgendwo in Cagliari, bei eher unterklassigen italienischen Teams. Also da hast du keine internationalen, also Spieler mit internationalem Format. Und trotzdem wissen wir nicht erst seit der WM 2018, dass es keine Fußballzwerge mehr gibt. Und auch durchaus kleine Nationen gegen bocklose große Nationen was reißen können. Die Frage ist jetzt nur, wie stark ist Rumänien? Offensiv, okay. 3 Tore gegen Nordmazedonien, wenn man das so bewerten will. Auf der anderen Seite 2 Gegentore gegen Nordmazedonien ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Ritterschlag für eine Defensive, würde ich sagen. Nee, auf der anderen Seite werden wir wissen, wie stark Nordmazedonien wirklich ist, nachdem wir noch das ein oder andere Spiel gesehen haben. Vielleicht geht da noch was. Also Radek, ich glaube, lass uns mal auf die News schauen, ob da was Interessantes steht zu diesem Spiel selber. Weiß ich nicht, ob ich irgendwelche spannenden Facts habe. Naja, die sind in der Bubble in Rumänien und anscheinend gibt es auch Sorgen um Leroy Sané, der ein bisschen angeschlagen war. Aber was ich eigentlich mit meiner Argumentation so sagen wollte, Deutschland Top-Offensive, Rumänien kassiert 2 Gegentore gegen Nordmazedonien, schießt aber auch 3 Tore. Können wir rein rechnerisch uns auf Tore freuen? Die Buchmacher haben das ganz okay gemacht. Wenn du jetzt sagst, über 3 Tore gibt eine 1,94er-Quote. Das ist, finde ich, nach all dem, was man so bedenkt, okay. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Rumänen sich auch ähnlich hinten reinstellen wie die Isländer. Dafür, glaube ich, haben sie zu Hause in Rumänien noch ein bisschen mehr Würde und wollen dann vielleicht auch selber ein Tor schießen. Und das öffnet dann natürlich die Bahn für die deutschen Top-Stürmer. Und auf der anderen Seite ist die deutsche Abwehr natürlich auch nicht sattelfest. Vielleicht beide treffen, wenn es eine Quote gibt. Ja,
das ist doch eine durchaus interessante Wette. Dann drücken wir allen den rumänischen Freunden die Daumen, dass sie demjenigen, wer auch immer bei Deutschland im Tor stehen wird, auf jeden Fall einen reinballern. Und vor allem kann es natürlich auch sein, dass Jogi Löw so ein bisschen nach diesem Erfolg gegen die Isländer auch mal den anderen Leuten eine Chance gibt. Er hatte ja auch schon Musiala eingewechselt, Younes eingewechselt. Dürfen jetzt dann auch nochmal alle anderen ran, weil die werden sich sonst auch blöd vorkommen oder verarscht vorkommen. Darf ich für so ein paar Länderspiele nach Rumänien fahren und dann lässt mich dieser Pimmel von Löw auf der Bank schmoren? Also da würde ich ihm auch dann freundlicherweise den Rücktritt anbieten als Nationaltrainer, Spieler. Aber gut, spannende Sache. Siehst du noch irgendwas? Was ist dein Ergebnis? Ja, du hast sehr viel gesagt. Mein Wärmebildkamera oder Wärmebild hier auf dem Arm hat auch ausgeschlagen. Das heißt, beide Treffen, ja, über 3 Tore, ja. Lass uns noch zum Ergebnistipp kommen. Die interessantesten Nachrichten zum Spiel Deutschland-Island, fand ich, kam ja über Uli Hoeneß. Der hat als neuer Experte beim RTL wohl für den ein oder anderen kritischen, aber fairen Kommentar gesorgt, was beim DFB schiefläuft. Ja, vor allem. Geil war halt, dass gerade Uli Hoeneß bemängelt hat, dass da jemand irgendwie es schafft, dass die Steuerfahndung immer ein- und ausgeht. Also das hätte irgendwie eine Auszeichnung für geringste Selbstreflexion der Welt irgendwie verdient oder so. Aber ansonsten, steht immer noch klar, über uns allen. Uli Hoeneß ist immer gut, wenn er gegen irgendwen schießen kann. Und ist natürlich genau der richtige Platz, RTL, für ihn. Also. Ja, dein Ergebnis, Tipp Radek. Ein langweiliges 1:2 oder 1:3? Ja, nicht langweilig. 3-1 für Deutschland finde ich gut. Die späte Revanche für die Europameisterschaft 2000, ich glaube, da haben sie nicht da gegen Rumänien verloren oder unentschieden gespielt irgendwie. So kann ich mir nur dunkel erinnern. Ich glaube, Mehmet Scholl hat ein Freistoßtor geschossen damals. Aber das ist auch ein bisschen her. Aber 3-1 so für Deutschland gefällt mir. Was sagst du? Ich sage, es gibt ein 1:2, weil damit gehen beide Treffen in Erfüllung und wir kriegen unseren Einsatz zurück. Und das ist ja auch keine Niederlage. Ich freue mich schon wieder auf die Bundesliga, aber vorher sehen wir uns noch am wahrscheinlich Montag gegen ja, postet eure Tipps in die Kommentare für dieses Spiel und ja, vielleicht geht ja was mit den Rumänen. Das wäre natürlich dann wieder ein herber Rückschlag für die jetzt so selbstbewusst aufgetretenen Deutschen. Bis dann! Auf geht's, Deutschland! Rumänien!